Heute Abend für euch Fumari, in diesem Zipper war er drin, ne? Blueberry Muffin. Blueberry Muffin, das ist eine sehr, sehr interessante Sorte. Der Kopf ist schon gebaut, Schnitt zeige ich euch schnell. Ist sehr, sehr fein wie von Fumari gewohnt. Sieht man hier, glaube ich, ganz gut. Ich habe zwei kleine Ästchen drin, stört mich nicht weiter. Ich will auch gar nicht so viel drum rumreden, ich muss ihn jetzt unbedingt rauchen. Er riecht total künstlich, aber irgendwie gar nicht so schlecht, gar nicht so schlecht. Und deswegen hier haue ich mal direkt den Kopf an. Die Kohlen sind auch schon fertig. Und ich freue mich irgendwie richtig auf den Tabak. Ja, Fumari, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich wollte jetzt ein bisschen auf einen anderen Tabak umsteigen, weil ich Phantasia schon in- und auswendig kenne. Und dann dachte ich mir, komm, hol ich mir mal Fumari. In diesem Sinne, vielen Dank an Shisha Wunder. Der liebe Kerl hat mir nämlich einen Shot Blueberry Muffin geschickt und ich habe mir auch schon Fumari bestellt. Ich werde auch ein Poster von den OVPs machen von Fumari. Ich habe jetzt schon 12 OVPs gesammelt. Also wer auch Fumari-Fan ist und daheim noch einige OVPs hat, ich nehme die wirklich sehr, sehr gerne an. Ich bastel mir ein schönes Poster, wie ihr es auch schon im Hintergrund seht. Aber egal, jetzt geht's los. Ja, ich habe mich lange nicht mehr so auf den Kopf gefreut. Ich siedle euch mal hier um. So, ich bin also jetzt hier gerade am Rauchen. Blueberry Muffin von Fumari. Und er ist einfach sehr, sehr geil. Lässt sich ganz leicht beschreiben, der Geschmack. Es ist ein Blaubeere-Tabak, ein Blaubeer-Flavor, aber der erste Blueberry, der süßlich schmeckt, der süß schmeckt. Der normale herbe Geschmack von Blaubeere ist hier gar nicht vorhanden, sondern es ist einfach ein sehr, sehr geiler, süßlicher Blaubeergeschmack. Was ganz, ganz Neues gibt es so von keinem anderen Hersteller. Und dieses Muffin, also dieses Blueberry-Muffin, das kann man erahnen. Weil dieses Süßliche schmeckt, da kommt irgendwie, wenn man Muffin liest und dieses Süßliche schmeckt, dann denkt man irgendwie, es wäre Muffin, ich weiß auch nicht. Aber ja, Shisha Wunder meinte zu mir, dass wenn man den Tabak ein bisschen mehr Hitze gibt, dass das Ganze dann noch nach diesem Kuchengeschmack, dass der Kuchengeschmack rauskommt quasi. Das habe ich jetzt noch nicht probiert, aber das können wir dann einfach mal testen. Ja, und er hat wirklich recht, also wenn der Tabak genug Hitze bekommt, dann schmeckt er wirklich dermaßen süß nach Blaubeere und dieses kuchige, muffinmäßige, dieser Teig-Flavor quasi, der kommt total gut raus. Also man glaubt das gar nicht, aber der Tabak ist super lecker. Das ist definitiv mein Lieblingstabak im Moment, ja, gerade eben mein Lieblingstabak geworden und auch eine der besten Sorten von Fumari, will ich mal ganz klar so behaupten. Ist geil auf jeden Fall, ist eine richtig geile Sorte. Mein Lieblingsflavor auf jeden Fall. Ich werde mir davon direkt mal ein Kilo bestellen oder so. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Süßlicher Blaubeere, wenn er gut Hitze bekommt, kommt dieser geile Teiggeschmack durch. Also ist echt sehr geil. Gibt es auf dem Markt auf keinsten von irgendeinem Hersteller, nur von Fumari, kann ich nur empfehlen. Ist top. Ist wirklich sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil.